Er ist einer der reichsten Deutschen, doch kaum bekannt. Oliver Samwa. Seine Geschäfte aber kennen Millionen. Zalando ist sein bislang größter Coup. Er will die 1 Milliarde knacken, und zwar als sein persönliches Habe, sozusagen sein persönlicher Gewinn. Ich sage immer, der liebe Gott ist relativ fair. Er lässt im Internet schneller größere Unternehmen bauen. Er lässt die schneller Giganten bauen. Die Samwa-Brüder Mark, Oliver und Alexander haben eine Vision. Die ganze Welt soll bei ihnen online shoppen. The buzzword is, die sind böse. Ich hasse die Samwas. Ich hoffe, dass sie kaputt gehen. Das, was ich mache, macht mir total viel Spaß. Und da habe ich einfach Glück, dass es auch nicht aufhört. Es wird eher noch mehr. Die schöne neue Welt der Samwas wird von Berlin ausgelenkt. Die Zentrale ihres Firmenimperiums, Rocket Internet. Als erstes Fernsehteam überhaupt dürfen wir die Arbeit hier mit der Kamera begleiten. Die Samwas wollen die Einkaufswelt revolutionieren. Doch wie machen sie das? Und wie konnten sie so groß werden? Paris im Juni. Im berühmten Louvre treffen sich die Manager der wichtigsten internationalen Handelskonzerne. Sie fürchten um ihre Zukunft. Deshalb haben sie dieses Jahr einen ihrer größten Konkurrenten eingeladen. Oliver Samwa. Ein Mann, der ihnen an diesem Tag Angst macht. Läden sind Post-Jesus. Das ist sowas von Mittelalter. Das ist doch die Wirklichkeit. Die Menschen haben damals Läden gebaut, weil sie kein Internet hatten. So sieht's doch aus. Mit seinen Internetfirmen wurde er zum Multimillionär. In Paris trifft er auf die Einkaufswelt von gestern. Damit die Manager die Zukunft auch wirklich begreifen, erteilt Samwa ihnen Nachhilfe. Shoppen vom Sofa. Wissen Sie, was passiert, wenn ich nach Hause komme? Meine Frau zeigt mir eine Modeseite im Internet. Und dann noch eine. Und noch eine. Guck mal hier. Guck mal da. Sie will jetzt nicht mehr Samstag shoppen gehen. Sie shoppt jetzt ständig. Ich weiß genau, was passiert. Ich komme nach Haus und wir müssen wieder gemeinsam online shoppen. So sieht's doch aus. Da staunt die alte Garde. Und reiht sich dennoch ein in die lange Schlange vor Oliver Samwa. Ein kurzer Kontakt mit dem vermeintlichen Propheten der neuen Welt. Kennt er womöglich die Lösung für einbrechende Umsätze in der alten Welt des Einzelhandels? Samwa ist Handelsreisender in eigener Sache, ständig unterwegs. Mit seiner digitalen Revolution Made in Germany will er den ganzen Planeten bekehren. Keiner verkauft die Mission besser als er und seine Brüder. Oliver Samwa ist der Frontmann des Trios. Sie dominieren das Internetgeschäft in Deutschland seit Jahren. Die Samwa-Saga beginnt in Köln. Mark, Oliver und Alexander wachsen in einem Villenviertel auf, die Eltern wohlhabend. Ihr Urgroßvater Karl war Direktor der Gothaer Versicherungen. Vater Sigmar Jürgen Samwa, einer der bekanntesten Rechtsanwälte Kölns, vertrat Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll und Bundespräsident Karl Carstens. Nach Einser-Abitur und Studium, bevorzugt an einer privaten Elite-Uni, machen sich die Brüder Samwa an ihr gemeinsames Ziel. Sie wollen erfolgreiche Unternehmer werden. Vielleicht sogar die reichsten Männer in Europa. Berlin-Mitte. Hier steht die Zentrale der Samwa-Schmiede. Rocket Internet. Wer hier arbeitet, ist unter 30, meist männlich, hat studiert und ist bereit, notfalls auch rund um die Uhr zu arbeiten. Rocket Internet gründet Online-Firmen wie am Fließband. Weltweit arbeiten nach eigenen Angaben rund 20.000 Beschäftigte für Rocket-Firmen. Mehr als bei Karstadt. Und wer bei Rocket arbeitet, fühlt sich als etwas ganz Besonderes.
Es gibt schon so den Bedarf in der jungen Generation, Dinge anders zu machen. Die einfach sagen, hier und jetzt, das ist mein Leben, ich möchte meinen Traum leben. Wenn man Visionen hat, muss man nicht zum Arzt gehen, wie ein Bundeskanzler mal postuliert hat, sondern die einfach die Welt vielleicht auch zum besseren Ort machen wollen. Und ich glaube, hier finden sie auch die Plattform für sich selbst, weil ich glaube, man darf sie auch nicht viel vormachen. Viele kommen hierher, um auch reich und berühmt zu werden. Reich und berühmt und dann auch noch Gutmensch sein wollen. Wie genau das funktionieren soll, das erfuhr die Öffentlichkeit bisher nur selten. Denn Oliver Samwer schottete sein Unternehmen ab. Monatelang haben wir auf ein Fernsehinterview gedrängt. Schließlich stimmt Oliver Samwer zu. Es ist das erste überhaupt. Der Startup-Millionär gibt sich bodenständig und bescheiden, wenn er seine Unternehmensphilosophie erklärt. Das sind so ein bisschen die deutschen Tugenden. Fleiß, eine gewisse Weise von Mut, eine gewisse Weise von, sag ich mal, so Schuster bleib bei deinen Leisten, konzentriere dich auf was du gut kannst, mach nicht eine zu große Welle. Und wir sagen immer, wir sind so ein bisschen wie der Schraubenwirt vom Internet. Ja? Das heißt, so ein deutscher Mittelstand. Deutscher Mittelstand, so will er gesehen werden. Als ehrbarer Kaufmann, als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Sein Ziel? 150.000 Menschen sollen für ihn und seine Brüder arbeiten. Weltweit. Ob Mode, Lebensmittel oder Möbel. Bei Rocket-Internet-Firmen der Samwer-Brüder kann man online fast alles bestellen. Sogar Reinigungskräfte. In Deutschland wollen sie mit dem Online-Möbelhändler Home24 sogar IKEA angreifen. Drunter machen sie es nicht. Rocket-Internet ist weltweit tätig. Das Imperium reicht von Brasilien über Nigeria bis nach Australien. Rocket-Internet-Firmen liefern Speisen in Afrika, Schuhe in Russland und Kosmetik in Amerika. Wo immer auf der Welt sich online Geld verdienen lassen könnte, tauchen die Samwers auf. Ihr Ziel? Sie wollen so groß werden wie Facebook oder Google. Und so sieht das bei Rocket aus, wenn ein neues Unternehmen gemacht wird. Robert, David und Martin wollen im Internet Kisten als Stauraum anbieten. Kunden mieten online so eine Box. Die wird dann nach Hause geliefert, gefüllt und wieder abgeholt und eingelagert. Der Name? Spaceways. Für unsere Kamera gibt man sich innovativ und kreativ. Im Brainstorming geht es um Zielgruppen und die emotionale Bindung zwischen Kunde und Kiste. Was sind so die Gefühle, die ihr auslösen möchtet? Zum Beispiel, wenn die Box ankommt. Also, weil das sind ja alles Touchpoints eurer Marke. Ohne Vertrauen. Verlässlichkeit, Vertrauen. Aber auch Nostalgie. Genau. Freiheit. Ich hab nicht mehr den Kram, der irgendwie Platz wegnimmt. Der mir als Firma irgendwie im Raum rumsteht, den der Praktikant irgendwie runtertragen muss oder der irgendwie im Wohnzimmer steht und verstaubt. Der Fototermin für den Online-Auftritt gehört dazu. In nur 8 Wochen soll die Kiste namens Spaceways an den Start. Rocket Internet zieht Firmen in Rekordgeschwindigkeit hoch, um sie dann schnell wieder zu verkaufen. Doch wie sind sie eigentlich auf die Idee mit der Kiste gekommen? Wir haben, ich sag mal, viele Ideen gesichtet, Robert, David und ich. Wir sprechen schon seit Ende 2012 miteinander und haben viele Ideen diskutiert. Aber bei der ist es uns einfach gekommen, dass es anders ist, jetzt allein vom Produkt her und was die Menschen brauchen. Die Idee ist alles andere als neu. Sie ist einfach kopiert. In den USA sind mobile Lagerboxen längst erfolgreich am Markt. Was auffällt, die Internetseite von Spaceways sieht dem New Yorker Anbieter MakeSpace verdächtig ähnlich. Name, Online-Auftritt und auch Geschäftsmodell sind fast identisch. Unterschied: die Kiste ist schwarz statt grün. Joel Kaczmarek gibt das wichtigste Magazin der Startup-Szene heraus. Und er beobachtet die Geschäfte der Samwers schon seit Jahren. Die Samwers klonen schon sehr, sehr dreist, weil sehr direkt. Das geht dahin, dass sie teilweise Unternehmen sich betrachten, das Design 1:1 nachbauen. Von Logo über Name bis hin zu Webseitenaufbau. Da gab es auch Beispiele, da haben sie den Programmcode kopiert. Da konnte man im Samwer-Code noch Textzeilen der Vorbilder lesen.
Oder auch ein anderes Beispiel, AGBs, also die Geschäftsbedingungen, hatte man teilweise bei der Konkurrenz 1:1 kopiert, aber vergessen, den Namen der Konkurrenz auszutragen. Das heißt, man merkte an kleinen Indizien schon, dass die Sambas wirklich sehr direkt kopieren und das sehr, sehr dreist. Denn die Sambas haben sich auf das Klonen spezialisiert. Schon 1999 gründen die Brüder Samba mit Freunden das Internet-Auktionshaus Alando. Ein Klon des amerikanischen Unternehmens eBay. Nur 6 Monate später schluckt der amerikanische Originalkonzern das kopierte Unternehmen aus Deutschland. Und dessen Gründer sind auf einen Schlag 43 Millionen Dollar reicher. Der nächste Coup heißt Jamba. Vorbild ist ein japanisches Handyportal mit Klingeltönen. Die Sambas werben aggressiv, stecken sehr viel Geld in nervige TV-Spots. Und werden belohnt. Nach 9 Monaten sind über 1 Million Nutzer registriert. Dabei sind viele von ihnen Minderjährige. Und die kaufen, ohne es zu ahnen, oft teure Monatsabos. Beschwerden und Prozesse häufen sich. So gesehen taucht der amerikanische Konzern VeriSign genau im richtigen Moment auf. Er schluckt Jamba. Für 273 Millionen Dollar. Damit sind auch die Samba-Brüder für weitere Experimente bestens ausgestattet. Das perfide. So ein Ideenklau ist auch noch völlig legal. Oliver Samba kann so sein Risiko minimieren. Er übernimmt einfach die Geschäftsmodelle, die sich schon bewährt haben. Der Vorwurf ist ja immer, dass sie systematisch Geschäftsideen kopieren. Ist das nicht dreist? Ganz ehrlich, was ist denn das Schwierige? Es gibt in der Welt mehr Ideen als Menschen. Ja? Es gibt hier 10 Milliarden Ideen. Ja? Ich könnte Ideen, ich werde ein neuer Immobilienmakler, der das und das macht. Ich mache ein neues Restaurant auf, Sushi-Essen mit Tahiti kombiniert und nenne das Superfusion oder was auch immer. Oder mache eine neue Burgerkette auf und so. Ja? Ganz ehrlich. Ideen, da können wir jetzt hier gemeinsam 5 Stunden sitzen und dann schreiben wir 4000 Ideen auf die Tafel. Ich nenne immer das so ein bisschen das Ganze zwischen Aufwachen und Aufstehen. Aufwachen ist mal mit Ideen spielen. Aber wer Kinder hat, weiß eins ganz genau, Aufstehen ist nochmal was ganz anderes. Ja? Und das ist so ein bisschen Unternehmen gründen, dass wir aufstehen. Das ist schon ein bisschen anstrengender. San Francisco. In Kalifornien sitzen die wahren Internetgiganten. Sie beschäftigen heute weltweit Hunderttausende Mitarbeiter. Ihre Erfindungen veränderten die Welt. Apple mit dem iPhone oder Google mit der Suchmaschine. Im Silicon Valley zählen Ideen, Kreativität und Innovation. Gründer werden gefeiert wie Helden. Auch die Sambas aus Deutschland sind hier berühmt. Aber eher noch sind sie berüchtigt. Die haben hier im Valley nicht den besten Ruf. Wenn man hier in Amerika eine Firma gründet, dann haben die Gründer eine eigene Idee. Mit der gehen sie zum Inkubator, also zum Geldgeber. Es ist normalerweise ihre eigene Idee. Wenn sie daran etwas verändern müssen, weil die Idee im Markt nicht funktioniert oder so, das müssen sie selber machen. Von Rocket hingegen ist bekannt, dass sie sich Modelle angeschaut haben, die in den USA erfolgreich waren und dann ganz schnell das Konzept auf der ganzen Welt einsetzen und groß machen. Der bekannte Investor Jason Calacanis wird in seiner Show noch deutlicher. Er warnt regelrecht vor den Sambas. Deutschland bekommt einen schlechten Ruf wegen der Samba-Brüder. In Amerika und überall auf der ganzen Welt glaubt man jetzt, dass die Deutschen keine originellen Denker wären. Das stimmt aber gar nicht. Ihr da, jedes Mal, wenn ihr einen der Samba-Brüder trefft, solltet ihr Bu rufen und sie beschimpfen, weil sie Deutschlands Ruf ruinieren. Dabei baut Deutschland einige der besten Produkte überhaupt. Und Neil Blumenthal, ein erfolgreicher Firmengründer aus New York, wird sogar noch drastischer. Ich hasse die Sambas. Ich hoffe, dass sie kaputt gehen. In Deutschland trauen sich nur wenige, offen über die Sambas zu reden. Vertraute und Weggefährten sehen in Oliver Samba eher den Macher und Antreiber. Es ist absoluter sportlicher Ehrgeiz und ich denke, dass da eben auch
eben es nicht immer nur ums Geld geht, sondern da einfach darum geht, die Nummer eins sein zu wollen. Er denkt wahnsinnig schnell, viel schneller als vielleicht viele andere denken. Findet in so diesem Zusammenhang auch ganz häufig sehr viel schneller die Fehler, kann sich unglaublich schnell eben in verschiedene Sachverhalte reindenken. Er ruft nicht mehr so häufig an wie früher, aber bei mir ist es meistens so, dass zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr das Telefon mal nicht klingelt. Und wenn es dann ab 22.30 Uhr klingelt, ist Oliver Samwer. Grüß Gott, guten Morgen. Ich habe eine Lieferung für Herrn Oliver Samwer. Auch Joel Kaczmarek war anfangs von Oliver Samwer beeindruckt. Ehrte ihn vor Jahren als Firmengründer des Jahrzehnts. Inzwischen sieht er ihn kritischer. Oliver Samwer hat so ein bisschen auch zwei Gesichter. Das ist teilweise sehr funktional. Wenn er mit Investoren spricht, deren Geld er möchte, die er von seiner Vision überzeugen will, dann spricht er immer sehr, sehr nett. Es gibt so diesen Klassiker, dass er zum Beispiel E-Mails immer mit Dein Olli unterschreibt, wenn er von jemandem etwas möchte, wenn er nett ist. Auf der anderen Seite, wenn es zum Beispiel ums Geschäft geht, um Zahlen, um harte Fakten, wie performt sein Business, dann kann er auch sehr, sehr hart sein. Da werden Mitarbeiter angeschrien, dann fliegen angeblich auch mal Büromöbelstücke oder Papiere. Also da ist er dann sehr, sehr aggressiv und kommt total anders. Er ist halt so ein bisschen sozial reduziert. Er interessiert sich nicht für Normen, sondern nur dann, wenn sie ihm was bringen. Das Samwer-Trio ist in der Szene umstritten. Auch bei Berliner Startups. Esan Dariani gründete einst die erfolgreiche Plattform StudiVZ, das deutsche Facebook. Dann interessierten sich die Samwers für seine Firma. Wenn sie etwas von einem wollen, dann sind sie sehr, sehr devot, sind verführerisch, rufen immer wieder an. Also so wie man wirklich eine Frau verführt, so gehen sie auch gegenüber anderen Männern vor. Schmieren einem Honig um den Mund, sprechen von einer gemeinsamen Partnerschaft. Also der Samwer ist so, dass wenn er einen Deal haben möchte, dann ruft er einen irgendwie 10 Mal am Tag an, schreibt 50.000 Briefe, E-Mails. Und am Ende hat man das Gefühl, dass man der beste Freund und sein Lieblingsbruder ist. Das täuscht. Oliver Samwer ist bekannt dafür, dass er immer gewinnen will. Und das verlangt er bedingungslos auch von seinen Mitarbeitern. Legendär seine sogenannte Blitzkrieg-Mail, mit der er 2011 seine Führungskräfte zu Höchstleistungen anstachelte. Zitat: Die Zeit für den Blitzkrieg muss klug gewählt sein. So teile mir jedes Land mit Blut geschrieben mit, wann die Zeit reif ist. Wir müssen die aggressivsten sein, so aggressiv, dass wir damit die Konkurrenz überraschen, weil die sich gar nicht vorstellen kann, dass wir so aggressiv sind. Ich bin der aggressivste Mann im Internet, auf dem ganzen Planeten. Ich werde sterben, um zu gewinnen, und erwarte dasselbe von euch. Die E-Mail sickerte durch und sorgte vor allem im Ausland für heftige Kritik. Später entschuldigte sich Oliver Samwer dafür. Zum harten Umgang mit Mitarbeitern kommt das aggressive Geschäftsgebaren gegenüber der Konkurrenz. Oliver Samwer, der so tugendhafte deutsche Unternehmer, operiert mit seinen Firmen oft rabiat, mitunter am Rande der Legalität. Beispiel Wimdu. Die Vermittlungsbörse für private Wohnunterkünfte ist Samwers Kopie vom Marktführer Airbnb. Der warnte seine Vermieter vor der Kopie der Samwer-Brüder. Angeblich hätte Samwers Wimdu versucht, unzulässig an die Airbnb-Kundendaten zu gelangen. Wimdu hätte unter einem Vorwand Airbnb-Vermieter kontaktiert und versucht, sie abzuwerben. Oder die Airbnb-Adressen seien sogar ohne Einwilligung bei der Samwer-Konkurrenz aufgetaucht. Istanbul. Auch hier fallen die Samwers mit zweifelhaften Methoden auf. 2012 wollen sie den Online-Markt in der Türkei erobern. Sie gründen gleich 8 Firmen, vom Möbel bis zum Schuhverkauf. Can Altıneller betreibt damals eine Internetplattform für Kunsthandwerk. Seine Kunden bieten ihre selbstgemachten Produkte auf seiner Internetseite zum Kauf an. Das Geschäft läuft gut. Doch eines Tages entdeckt er Verdächtiges in seinem Online-Shop. Erstmal stellten irgendwelche Anbieter Scheinprodukte auf meine Seite ein. Und als sie dann verkauft werden sollten, verschwanden sie plötzlich wieder. Das hat dem Image meiner Seite extrem geschadet. Und ich musste deshalb sogar Strafen für die nicht zustande gekommenen Verkäufe zahlen. Und dann haben sie auch noch unter falschen Namen unsere Nutzer und Lieferanten angeschrieben, um an die Kundendaten ranzukommen. Can recherchiert und findet heraus, wer sein Unternehmen ausspäht.
Wir haben über die IP-Adressen herausgefunden, dass die Transaktionen auf unserer Seite über Rocket Internet gelaufen sind. Rocket Internet habe, so Jan, über 100 Mal versucht, seine Kundendaten abzugreifen. Das hätte ich von einem deutschen Unternehmen nie gedacht. Und man weiß mittlerweile überall, dass sie kein ehrliches Unternehmen sind. Ich würde Rocket Internet am ehesten so beschreiben. Sie sind hinterhältig und aggressiv. Nach wenigen Monaten scheitert das Samwa-Projekt am Bosporus. 400 Leute werden entlassen. Das Ausspähen der Konkurrenz wird von Oliver Samwa bestritten. A, wir haben noch nie Daten geklaut. B, wenn das doch so wäre, dann würde sich doch jemand mal melden oder so, ja? Und ganz ehrlich, da müssen Sie sehen, wir arbeiten jeden Tag 18 Stunden und deshalb gewinnen wir. Nicht, weil wir einmal irgendwas vom lieben Gott bekommen haben oder irgendwas von einem Wettbewerb bekommen haben oder sonst, sondern am Ende, der Edison sagt immer bei den Amerikanern, 1% ist die, 99% ist der Schweiß, ja? Und wir sind ganz stark in dem Bereich Arbeit, Fleiß und der deutschen Tugenden unterwegs. Samwas Fleiß und deutsche Tugenden, die bekommen jetzt auch die Afrikaner zu spüren. Jumia, das afrikanische Zalando. Die Samwas investieren viel in Schwellenländern wie in Afrika. Und dort, wo die deutsche Öffentlichkeit nicht so genau hinschaut, gehen sie mit allen Tricks gegen die Konkurrenz vor. Der Wettbewerber der Samwas heißt Konga und sitzt in Nigeria. Seine geplante Ausweitung in weitere afrikanische Staaten ist schwierig geworden. Denn in vielen wichtigen Ländern ist die Internetadresse mit dem Namen Konga bereits geblockt. Das Unternehmen der Samwa-Brüder hat sie einfach weggeschnappt. Schlechte Startvoraussetzungen für die Expansion von Konga. Während die Samwa-Firma Jumia weiter wächst und wächst und wächst. Auf der Berliner Republika, einer Konferenz zu Internetthemen, treffen sich dieses Jahr viele afrikanische Unternehmer. Auch sie sehen den Siegeszug der Samwas auf ihrem Kontinent mit großer Skepsis. Well, I don't know. I mean, we all feel like the Rocket is cannibalizing the market. Wir denken alle, dass sie den Markt kannibalisieren. Da gibt es ein starkes Ressentiment. Unterstützen sie die lokalen Unternehmer? Nein, nicht, dass ich wüsste. Wenn Rocket Internet als Investor käme und Menschen dabei unterstützen würde, ihre Ideen zu realisieren, dann hätten wir mehr Interesse. Aber jetzt ist die richtige Bezeichnung, sie sind böse. Dabei geben sich Afrika-Töchter von Rocket Internet im Netz gerne als Wohltäter. Schmücken sich mit den Logos von Hilfswerken. Auf YouTube präsentiert sich die Rocket-Tochter Jumia zum Beispiel so. Für jedes verkaufte Buch gibt Jumia eines an Kinder, die sich keins leisten können. Gutes tun und dabei Geld verdienen. Jumia will angeblich 6.000 Bücher gespendet haben. Doch One Child, One Book erklärt, lediglich 730 Bücher erhalten zu haben. Eine weitere Rocket-Tochter stellt sich als edler Spender von Schuhen dar. Nach unseren Recherchen kamen bisher nur 200 Paar Schuhe bei den Kindern an. Gutes hat Jumia angeblich auch für diese Organisation geleistet, ACE. Dort weiß man allerdings nichts davon. Verbietet Rocket Internet umgehend die Nutzung ihres Logos. Und nur wenig später verschwindet die ACE von den Seiten der afrikanischen Rocket-Tochterfirma. Berlin. Wir treffen Ehsan Dariani wieder. Er war 25, als er das soziale Netzwerk StudiVZ für Studenten aufbaute. Seinem Investor Oliver Samwa vertraute er bedenkenlos. Auch als der ihm riet, an einen seiner Geschäftspartner zu verkaufen. An Stefan von Holzbrink. Die Männer, denen wir vertraut haben, Samwa und Stefan von Holzbrink und die Manager, haben sich zusammengeschlossen, um uns, mich und uns, enorm zu über den Tisch zu ziehen. Also für die, zum einen habe ich für die Hälfte meiner Aktien fast keinen Cent gesehen. Zum anderen wurde ich auf unerfreuliche Weise aus der weiteren Entwicklung der Firma StudiVZ herausgehalten.
Darianis Ansprüche seien vollständig bedient worden, lässt uns Stefan von Holzbrink dazu wissen. Und auch Oliver Samwa bestreitet die Vorwürfe seines ehemaligen Geschäftspartners. Damals war Dariani ein Star der Szene. Sogar Facebook-Gründerlegende Mark Zuckerberg wurde auf ihn aufmerksam. Heute warnt Dariani vor den Samwas. Jede Wissenslücke wird ausgenutzt. Und das liegt ja in der Natur der Sache. Ich meine, die Jungs sind die ältesten Player in der deutschen Branche, in der deutschen Digitalwirtschaft. Ja, gehören zu den ältesten Playern. Und es ist kein Zufall, dass sie Firmen kaufen, Beteiligungsverträge machen. Das haben sie irgendwie dutzende Male, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern gemacht. Also den Wissensvorsprung, den sie haben, der ist nicht zu vergleichen mit dem Wissen, was irgendwie auch der schlauste Gründer haben kann, der frisch von der Uni kommt oder vielleicht 25 ist oder 30 ist. Also Vertrauen ist fehl am Platz. Der deutsche Mark Zuckerberg. So lässt sich mittlerweile Oliver Samwa feiern. Sein Aufstieg scheint unaufhaltsam. Auch dank Zalando. Das populärste Samwa-Projekt heißt Zalando. Innerhalb von 5 Jahren ist Zalando zu einem der größten Online-Modehändler Deutschlands aufgestiegen. Bekannt wurde Zalando durch schrille Fernsehspots. Der Slogan "Schrei vor Glück". Seither kennen fast alle Deutschen die Marke. Mittlerweile macht das Unternehmen fast 2 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter. In 15 Ländern ist Zalando aktiv. Profitabel ist das Unternehmen allerdings noch nicht. Im vergangenen Jahr machte es noch einen Verlust von 115 Millionen Euro. Trotzdem, demnächst soll Zalando an die Börse. Hunderttausende Deutsche kaufen mittlerweile online ein. Mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei einem Samwa-Unternehmen, dank aggressiver Werbung. Millionen gingen in die klassische Reklame. Zalando setzt aber auch auf andere Marketingstrategien. Hallo, Freunde des guten Modegeschmacks. Ich bin Julina. Ich habe nämlich, wie ihr unschwer erkennen könnt, bei Zalando bestellt. Das ist eine Bloggerin. Blogger schreiben und veröffentlichen Videos im Internet. Sie sind die neue Macht im Netz. Die Links von Bloggerseiten sorgen dafür, dass Zalando-Produkte bei Google ganz weit oben stehen. Hat hier vorne eben diesen wunderschönen V. Ist ein sehr auffälliger Shorts und muss natürlich dementsprechend schlicht kombiniert werden. Was wie privates Shoppingvergnügen wirkt, ist für Zalando knallhartes Marketing. Und wird mit Gutscheinen vergütet. Frontal 21 und der Wirtschaftswoche liegt eine interne Liste vor. Derzufolge erhielten tausende Webseitenbetreiber Gutscheine von Zalando. Von so einer versteckten Werbung erfahren die User oft nichts. Zalando will uns dazu kein Interview geben. Erklärt, man habe gar keinen Einfluss darauf, wie Blogger ihre Ware präsentieren und bewerten. Blogger nehmen in dieser Rolle oft den Part ein, dass sie so ein bisschen für Kompetenz stehen und eigentlich dem Kunden vermitteln, diese Marke, die ich von der Sache her kenne, ist die eigentlich vertrauenswürdig und in welchen Dimensionen funktioniert die eigentlich? Das heißt, es geht eigentlich eine Ebene tiefer und man schafft dann dieses Engagement, wie man im Internet sagt, dieses Gefühl, wie etwas funktioniert und wie ich mich damit auseinandersetzen habe. Und deswegen spielen Blogger bei Zalando und Co. eine wichtige Rolle. Kunden gewinnt Zalando auch mit den kostenlosen Retouren. 50%, also jedes zweite Päckchen, schicken die Kunden zurück. Einerseits ist das Zalandos größtes Problem, andererseits aber auch ein großer Wettbewerbsvorteil. Dagegen haben Ladenbesitzer wie Maren von Holst keine Chance. Sie besaß 6 Jahre lang eine Boutique im Hamburger Grindelviertel. Doch nun gibt sie auf. Dass Kunden kommen, sich Ware angucken, sich beraten lassen, gerne auch mal ein Foto machen und dann wahrscheinlich Zalando oder so online bestellen. Also es kommen tatsächlich Kunden rein, man sieht, dass das Handy auf Fotomodus mitläuft und wenn man sie darauf anspricht, dass man das nicht möchte, auch noch ganz erstaunt sind. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, meine Tochter hat mich in den Arm genommen, das war nicht schön. Also das war im letzten halben Jahr der schwerste. Das war der schwerste Gang, tatsächlich. Einzelhändler Jimmy Blum ist zum Abschied seiner Ladennachbarin gekommen.
Auch er kämpft mit seinem Modeladen seit Jahren gegen den übermächtigen Gegner Zalando. Erst bleiben die Kunden weg und dann muss er auch noch die Zalando-Päckchen für die Nachbarn entgegennehmen. Er befürchtet eine Verödung der Stadtteile. Wir haben hier gerade bei uns im schönen Grindelviertel massive Schließungen von Einzelhandelsgeschäften. Die werden auch ganz schwierig nur wieder an andere Einzelhändler vermietet. Da gehen dann irgendwelche Steuerberater, Rechtsanwälte rein, die sich halt nicht um eine Schaufensterdekoration kümmern, die ihr Büro da halten, was eigentlich früher immer in der ersten Etage stationiert war. Und das wird noch ein massives Problem werden. Jimmy Blum organisiert den Widerstand gegen die Samwa-Offensive aus dem Netz. Also ich glaube, die Leute machen sich überhaupt keine Gedanken. Sonst hätte ich ja nicht so viel Feedback bekommen nach unserer Aktion. Und sensibilisieren können wir sie nur, indem wir immer wieder darauf aufmerksam machen. Support your local dealer. Ich nehme jetzt weiterhin wieder Pakete an für unsere Nachbarn im Haus, mit denen wir alles ein gutes Verhältnis haben. Und klebe immer meinen Aufkleber auf Support your local dealer und spreche sie an. Und habe jetzt es auch schon zweimal geschafft in letzter Woche, dass die dann auch hier in den Nachbargeschäften eingekauft haben und das Paket zu Zalando zurückgeschickt haben. Die Samwas haben derweil mit Zalando schon viel Geld verdient. Geschätzt mehrere hundert Millionen Euro. Sie verkauften Anteile an Investoren. Heute halten die Brüder immer noch 17%. Den Aufstieg von Zalando hat der Steuerzahler mitfinanziert. Kaum eine Subventionsmöglichkeit bleibt ungenutzt. Der Staat gibt reichlich für den Bau von Lagern, Lohnkosten und Schulungen von Mitarbeitern. Insgesamt wurden 35 Millionen Euro bewilligt. Bekannt war bisher immer nur eine deutlich geringere Summe. In Thüringen. Thüringen ist natürlich immer unter dem Druck, unter dem gnadenlosen Druck, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dann kommen vor allem heute die Online-Firmen, unter anderem Zalando, bauen da eine Halle mit so großen 18 Fußballfeldern. Und dann kommt sofort natürlich der thüringische Staat und sagt, ihr kriegt aus unseren Wirtschaftsfördermitteln, aus dem Thüringer Fonds, beziehungsweise genauer gesagt sind es Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung, kriegt ihr 22,4 Millionen. Und das ist eine skrupellose Abstauberei von Subventionen. Während Oliver Samwas bekanntestes Unternehmen sich gern beim Staat bedient, hat er viele Firmen seines Rocket-Internet-Konzerns im steuerbegünstigten Ausland angesiedelt. Das Geflecht der Samwa-Firmen ist für Außenstehende kaum zu durchschauen. Ein Labyrinth aus 1500 Beteiligungen weltweit. Mehr als 100 Samwa-Tochterfirmen sitzen nach unseren Recherchen im steuerbegünstigten Luxemburg. Weitere Samwa-Ableger finden sich in klassischen Steueroasen, wie im amerikanischen Delaware. Um Steuern zu sparen. In Delaware zum Beispiel ist ganz ehrlich, die Amerikaner machen sehr, sehr viele. Also wenn sie in Amerika und wenn sie irgendwas im Staat zu tun haben, tun sie immer in Delaware. Ja? Aber ich glaube, es geht generell der falsche Fokus. Das ist nicht, wir haben keinen Steuerabteil, ist nicht unser Fokus, worauf wir uns konzentrieren. Professor Lorenz Jaras ist ein renommierter Steuerexperte. Für ihn ist klar, warum Firmen nach Delaware gehen. Delaware hat den entscheidenden Vorteil, dass es eben ein amerikanischer Bundesstaat ist, wo man staatlich lizenziert eine Steueroase aufgebaut hat. Und deshalb haben alle größeren deutschen Firmen in Delaware Niederlassungen, weil sie damit sozusagen schon einen Stützpunkt haben, von dem sie aus extrem steuerbegünstigt in USA Geschäfte machen können. Und Luxemburg? Wir haben im luxemburgischen Handelsregister nachgeschaut und über 100 Firmen, Tochterfirmen von Rocket Internet gefunden. Wir haben auch Gesellschaften in Luxemburg und es liegt ganz daran, dass es für amerikanische Investoren die Luxemburger Gesetzgebung besser ist zu investieren als in Deutschland. Das heißt, für Sie entstehen keine Steuervorteile dadurch, dass diese Unternehmen in Luxemburg sind? Nein. Wenn wir eine Dividende bekommen, zahlen wir deutsche Steuer. Wenn wir ein Unternehmen verkaufen, zahlen wir deutsche Steuer. Für uns steht keine. Ja, das. Neuer Erklärungsversuch. Also ich glaube, wenn man jetzt noch versucht zu interpretieren, dass wir nicht deutsch sind, dann wird es ganz schön schwierig. Ja? Ich glaube, wir sind deutsch, deutsch, deutsch und dann sind wir international. Ja? Und wir haben keinen Vorteil aus, also Rocket in Steuer, nichts. Luxemburg hat die Entscheidung getroffen, dass alle Beteiligungen, die in Luxemburg gehalten werden, de facto ganz legal steuerfrei sind. Und zwar nicht nur die laufenden Erträge, sondern auch Verkaufserträge.
Und das ist sehr angenehm für jeden, der im internationalen Bereich Beteiligungen kaufen und verkaufen will. Berlin im Frühsommer. Das Soho House ist eine noble Adresse in der Hauptstadt. Hier findet ein exklusives Treffen von Investoren und Analysten statt. Wir sind nicht eingeladen. Oliver Samwer plant sein Meisterstück, den Börsengang von Rocket Internet. Der soll noch mehr Millionen in die Kassen spülen. Das Imperium soll wachsen. Bislang überzeugte er vor allem Reiche und Mächtige. Darin war er bisher unschlagbar. Unter anderem vertrauten ihm die Schwedin Christina Stenbeck mit ihrer Firma Kinnevik 1 Milliarde Euro an. Weiter investierte Len Blavatnik, ein russisch-amerikanischer Milliardär. Lakshmi Mittal, indischer Stahlmagnat. Viktor Pinchuk, ukrainischer Industrieller und der Clan des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Und jüngst geben weitere Investoren dreistellige Millionensummen im Wochentakt. Angeblich ist Rocket Internet insgesamt zwischen 3 und 5 Milliarden Euro wert. Professor Jörg Funder von der Hochschule Worms hat für uns wichtige Unternehmensbeteiligungen von Rocket Internet analysiert. Fast alle schreiben Millionenverluste, verbrennen Geld. Wir haben uns alle Unternehmen angesehen, die die Zahlen veröffentlichen, sehen, dass nahezu alle Unternehmen Jahresfehlbeträge ausweisen. Signifikante Erträge werden von nahezu keinem Unternehmen ausgewiesen. Von daher, wer in diese Firmen investiert, bei dem regiert das Prinzip Hoffnung. Jeden Monat entstehen bei Rocket Internet neue Firmen, die frisches Geld für ihre Expansion brauchen. Etwa 70 sind es derzeit. Und jeden Monat wächst die Zahl der Mitarbeiter. Allein im Juni waren es 70, die alle persönlich begrüßt wurden. Good morning, hello, hello. I'm Benjamin. Katharina. Hallo. Damit die Show weitergeht, setzt Rocket Internet besonders auf zwei Firmen. Was ist denn das? Der Arsch der Welt. Und was sollen wir da? Möbel kaufen. Auf den Online-Möbelversand Home24. Mit Werbung wie dieser wollen sie ganz groß rauskommen. Liefert alles kostenlos. Ebenso wie mit Westwing, einem Shopping-Club für Wohnungsdekorationen. Wir wollen mehr über die beiden Firmen erfahren. Im Bundesanzeiger müssten sie eigentlich ihre Bilanzen veröffentlichen. Doch das taten sie nicht. Nur alte Zahlen. Verluste. Der Jahresabschluss 2012 ist nicht eingestellt. Hat das irgendeine Bedeutung? Das sind alles. Also, ein Startup-Unternehmen schaut als erstes, dass es erfolgreicher Markt ist, dass es gute neue Mitarbeiter gewinnen kann. Und die Veröffentlichkeitspflichten, die sind erst seit 1-2 Jahren strenger geworden. Ja? Am Ende, ganz ehrlich, ob das jetzt 1 Monat vorher oder 3 Monate später, bin ich heute nicht verantwortlich. Gleichzeitig, ganz ehrlich, alles, was in Bundesanzeiger kommen muss, kommt in Bundesanzeiger. Und tatsächlich, kurz nach unserem Interview tauchen die fehlenden Zahlen im Bundesanzeiger auf. Ich persönlich vermute dahinter, dass man Zahlen, insbesondere der großen Unternehmen, die wahrscheinlich noch mehr Verluste angehäuft haben, vor einem potenziellen Börsengang nicht offenlegen möchte, um auch nicht noch eine negative Stimmung zu generieren, sondern auf der Welle sozusagen der Euphorie, den größten Börsengang jetzt hier im Tech-Bereich in Deutschland zu realisieren, dass man das nach Hause fährt. In Unterlagen des schwedischen Hauptinvestors von Rocket Internet entdecken wir ganz aktuelle Zahlen. Danach machte Home24 vergangenes Jahr 40 Millionen Euro Verlust und Westwing weitere 40 Millionen. Für Oliver Samwer gehört das zum Geschäftsprinzip. Sie können ein Unternehmen bauen, das in einem Jahr profitabel. Aber dann machen Sie irgendwo einen Fehler, weil dann wird Ihnen nicht im ganzen Markt, dann wird Ihnen vielleicht nur ein Land gehören oder nur eine Stadt. Aber sie lassen wahnsinnig viele Möglichkeiten für andere. Und das funktioniert einfach nicht. Auch sie brauchen Server. Das muss ich alles amortisieren über die Zeit. Das heißt, ein E-Commerce-Unternehmen
braucht traditionell 7 bis 10 Jahre, bis es profitabel wird. Viel Zeit und ein großes Risiko. Allein vergangenes Jahr verbuchten 10 zentrale Rocket-Beteiligungen nach Recherchen von Frontal 21 und Wirtschaftswoche operative Verluste in Höhe von 431 Millionen Euro. Rocket Internet bestätigt das auf Anfrage. Oliver Samwer aber wirbt weiter für seinen Börsengang. Es soll die Krönung seines sagenhaften Aufstiegs werden. Seltsam nur, laut Finanzkreisen soll der vermeintliche Milliardenkonzern gar nicht an die übliche Börse für Großunternehmen, sondern an den Open Market gehen. Der ist riskant, weil kaum staatlich reguliert. Also in meinen Augen ist das ein ganz schlechtes Beispiel dafür, seriös auf seriöser Basis Kapital zu gewinnen für das Unternehmen. Ganz eindeutig. Weil sonst würde man normalen Aktien, ein IPO, normalen Aktiengang Auftritt machen insgesamt. Und ich sage gerade bei so einem Unternehmen, das ja, dessen Geschäftsgeheimnis ja geradezu besteht, darin extrem geheimnisvoll zu sein, müsste eigentlich gerade beim Börsengang mehr auf den Tisch gelegt werden. Und ich kann nur sagen, ich kann mit der Empirie argumentieren, ich kann mit den Beispielen argumentieren, wie viel an dieser Börse sich später als dubios bzw. als Luschen erwiesen haben, wo Kapitalanleger viel Geld verloren haben. Und das muss ja Oliver Samwer, muss es wissen. Auch wenn Rocket Internet den Börsengang offiziell nicht bestätigen will, alle Vorkehrungen sind längst getroffen. Rocket Internet ist in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Oliver Samwer war ihr Vorstandsvorsitzender. Und aus dem Gründungsbericht der neuen AG geht Erstaunliches hervor. Erst einmal haben nämlich die Samwer-Brüder Kasse gemacht. Zitat: Es wurde eine Vorabausschüttung in bar an die European Founders Fund GmbH von insgesamt 286 Millionen Euro vorgenommen. Der gehört den Samwers. Also, ich habe mir keine Vorabausschüttung von 286 Millionen genehmigt. Wir haben bestimmte Strukturen verändern müssen, um die Gesellschaft in eine AG umzuwandeln. Und wer das in so einem gesamten Gesellschafterkreis ist, gehört dazu auch quasi, dass bestimmte Gesellschafter bestimmte Aktien direkt halten wollen. Und in dieser ganzen Struktur gab es verschiedene Veränderungen. Aber das Geld ist ja in den European Founders Fund geflossen. Da sind Sie ja mit Ihrem Bruder der Inhaber. Und wir investieren auch permanent. Ja, also deswegen, ich glaube, wir sind ganz wenige, eine von den ganz wenigen Unternehmern, die im Internet in Deutschland wohnen, in Deutschland Arbeitsplätze schaffen, ja, in großem Stil. Ja, ich denke, alles andere sind Strukturveränderungen, um fähig zu sein, bestimmte Bedürfnisse anderer Gesellschafter eben zu erfüllen. Vielen Dank. Oliver Samwer. Seine digitale Revolution Made in Germany produziert weltweit Verlierer. Er und seine Brüder aber gewinnen immer. Die große Samwer-Show.